Hallo und willkommen beim Rumwaiter. Ich serviere euch heute mal wieder eine ganz besondere Flasche und bei der muss ich gestehen, war ich ein absolutes Marketingopfer. Ich serviere euch heute von FRC, also von der Flensburg Rum Company, den neuen African and Asian Fusion, The Best of Two Continents. Ja, optisch, ne, mit dem Löwen und dem Tiger, also von Afrika und Asien angehaucht, schon im Label. Sieht mega aus. 700 Milliliter Flasche, no sugar added. 100% kontinentalgereift steht dabei und ist mit 45,2% abgefüllt. Finde ich klasse. Schöne Trinkstärke. Afrika und Asien sind jetzt nicht so direkt die Länder, die ich auf dem Schirm hätte, wenn ich jetzt nach Rum gucken würde. Aber gut, dieser Rum wurde, glaube ich, exklusiv für Kirsch Import abgefüllt. Und was lässt sich dazu sagen? Es lässt sich vor allem dazu sagen, wir haben einen Rum aus Ghana, der schwerere Teil sein soll. Und der leichtere Teil aus Asien kommt aus Vietnam und ist ein Zuckerrohrsaft-Rum. Beim Ghana-Teil steht es nicht dabei, beim vietnamesischen Teil steht es dabei. Welche Brennereien dahinter stecken? Keine Ahnung. Hier steht nur noch matured in a brief time in American Oak. Eine von 1319 Flaschen. Wie gesagt, 45,2%. Preislich liegen wir bei, ich glaube, um die 45 Euro. Ja. Klingt spannend. Destillationsdatum oder ein Alter steht nicht drauf, leider. Wenn ich mir die Farbe angucke, dürfte es aber nicht allzu alt sein. Er ist relativ hell und man riecht ihn schon. Und er riecht sehr fruchtig mit ein bisschen Funk und geht aber jetzt so vom ersten Eindruck tatsächlich auch mehr in dieses ungereiften Rum-Aromas. Würde ich sagen. Sehr, sehr fruchtig. Ich habe sofort Banane. Hab sofort so eine Orangennote, Nektarine, Mandarine, irgendwie sowas. Vielleicht auch Mango. Würde schon fast sagen, auch so ein bisschen ja, Weintrauben vielleicht. Sehr dominant in der Nase. Erster Eindruck ist auf jeden Fall interessant. Ist jetzt ein Aroma, was ich noch nicht so oft im Glas gehabt habe, deswegen würde ich sagen, tue ich mich auch ein bisschen schwer damit, mit der Einordnung. Also er hat schon so ein bisschen Funk mit dabei, also ich würde auch schon sagen, dass da ein gewisser Estergehalt mit vorhanden ist. Es kommt noch so ein bisschen Vanille mit hinzu. Aber grundsätzlich erstmal schön. Also sehr, sehr fruchtig. Wie gesagt, eher eine prägnante Nase, eine so sehr dominante Nase. Aber schon, also auf jeden Fall nicht unangenehm. Absolut kein Vergleich mit hier Jamaika, Barbados oder ähnlichem. Alles so, was man aus der Karibik kennt. Das geht in eine ganz andere Richtung. Und ich muss ehrlich sagen, so langsam weiß ich Rum absolut dafür zu schätzen, wie vielfältig das ist, in wie viele verschiedene Geschmacksbereiche das geht. Zum Wohl.
Er hat eine subtile Süße, ist aber jetzt nicht total künstlich süß Papp. Im Gegenteil. Es schwingen sogar ein bisschen herbe Noten mit. Er hat auch im Geschmack eine absolute Fruchtigkeit. Man schmeckt aber schon, dass er noch jung ist. Auch hier wieder, er hat so ein bisschen diese Anflüge von ungereiftem Rum. Der könnte für mich, glaube ich, einfach noch ein paar Jahre älter sein. Gerade je nachdem, wo der gereift oder kontinental gereift, bei der Flensburg Rum Company würde ich sagen, der ist in Flensburg gereift. Oder zumindest in Deutschland. Da fehlt dem vielleicht einfach ein bisschen das Alter. Ich finde ihn dennoch super interessant. Weil er hat vieles von dem, was ein ungereifter Rum mich nicht so sehr abholt, schon durch diese vermutlicherweise kurze Fassreifung ausgebügelt. Gleichzeitig hat er halt diesen leichten Holzeinfluss. Es kommen die Komponenten aus Afrika durch mit diesem etwas schwereren, fruchtigem Aroma. Gleichzeitig kommen, ich vermute, dieses leicht funkige könnte auch von dem Rum Agricole aus Vietnam kommen. Also, es heißt ja nicht Rum Agricole, aber es ist halt Zuckerrohrsaft. Deswegen bin ich jetzt bei Rum Agricole gewesen, aber es ist natürlich kein französisches Überseegebiet. Also die Nase wird angenehmer. Angenehmer im Sinne von leichter zu verriechen. Also das ist mein erster Rum heute. Und im ersten Moment war ich schon ein bisschen überfordert, muss ich gestehen. Aber jetzt hat die Nase sich so ein bisschen an den Alkohol gewöhnt. Man hat sich auch so ein bisschen an die Aromen gewöhnt. Ich finde, es kommt noch ein bisschen was Florales dadurch. Ich überlege, ob das dann in Richtung Lavendel geht, aber ich muss gestehen, mit Blumen kenne ich mich überhaupt nicht aus. Auf jeden Fall wird der jetzt so langsam sehr, sehr weich, sehr, sehr cremig. Ganz leichte Holznoten kommen mit durch, zusätzlich zu der Frucht. Das ist wie wenn an so einer Weintraube noch so ein kleines Stück vom Stiel hängt. Wie gesagt, Weintraube, Mango, Banane, Mandarine. Ich würde schon fast noch sagen, wie heißen die denn? Physalis? Nee, Litchi. Litchi, vielleicht geht's auch in die Richtung. Litchi. Und bei der Banane würde ich sagen, erst so ein bisschen mit Honig beträufelt oder sowas. Also es ist eine subtile Süße mit dabei. Aber mehr Frucht. Im zweiten Schluck hat sich dieser funkige Moment ein bisschen reduziert. Es geht jetzt tatsächlich mehr wieder in die fruchtige Note, in die holzige Note. Im Abgang kommt dann dieses funkige. Also er ist lecker. Er ist nicht schlecht. Er ist auf jeden Fall mal was anderes. Mich holt er nicht zu 100% ab. Einfach weil ich glaube, dass ich mehr in dem deutlich fast gereifteren Rum zu Hause bin. Und weiß ich nicht. Also ich bin, glaube ich, generell mehr bei gutem fast gereiften Rum zu Hause. Dazu ist der schon sehr, sehr fruchtig und dafür dieses funkige, dieses Klebstoff, dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber dieses, ich hätte jetzt gesagt, dieses dunkle, voluminöse, was ich zum Beispiel bei Foursquare oder Hemden oder so total schätze,
mit auch dunklen Früchten, mit Rosine, Pflaume, aber auch Schuhpolitur, sowas in die Richtung. Das hat er halt gar nicht. Der ist hellfruchtig, der ist spritzig, der ist funkig. Das wäre, glaube ich, total einer für den Carsten. Meiner, ich finde ihn lecker. Ich würde ihn auch wieder trinken. Er ist nicht schlecht. Für 45 € finde ich ihn auch in Ordnung. Das Label finde ich mega. Also Optik haben die total drauf. Aber da bin ich generell bei der Flensburg Rum Company. Ich finde, was die da designmäßig machen, ist der Hammer. Ich verliebe mich regelmäßig in die Flaschen von denen. Ich würde am liebsten viel, viel mehr von denen machen. Ja, kann man machen, kann man lassen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mit dem liebäugelt, dann holt euch vorher ein Sample. Das lohnt sich allemal. Also ich denke, man macht mit 45 € nichts verkehrt, aber man sollte ihn trotzdem vorher mal probiert haben, um zu wissen, worauf man sich einlässt. Ich finde ihn lecker, aber er trifft nicht 100% mein Geschmacksprofil. Von daher nur so eine mäßige Empfehlung. Mich würde aber total interessieren, was der Carsten zu dem Ding sagt. Von daher, ich habe noch einen kleinen Rest übrig, vielleicht schicke ich dem den mal. Gut. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ist eure Meinung zu diesem Rum? Habt ihr vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen, die ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden habe, aber ich versuche mich auch immer nicht zu sehr zu diesen Rums zu spoilern, deswegen lese ich nicht ganz so viel. Habt ihr noch ein paar Informationen, die mir abhanden gekommen sind, vielleicht über den Rum aus Ghana, den Rum aus Vietnam, die Anteile, war das 50-50 oder wie wurde das zusammengesetzt? Habt ihr ihn probiert? Wie gefällt er euch geschmacklich? Was sagt ihr zum Preis? Was sagt ihr zu den Aromen, die ich genannt habe? Auch das würde mich sehr interessieren. Haut's mir bitte, bitte in die Kommentare. Ansonsten Video liken, Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.